Leute, ihr seid doch verrückt. Wie viel Geld spendet ihr mir? 273 Euro habt ihr mir innerhalb von einem Monat gespendet. Und ich zeige euch ganz genau, was ich damit gemacht habe. Dann erstmal nochmal was zu den Spenden vom letzten Video. Der 1000 Liter Tank ist voll gefüllt mit Wasser. Das heißt, lieber Frank, dank dir kann ich mir dieses Jahr erlauben, 5 Wochen hier wegzugehen. Und dann können Freunde hierher kommen, einfach nur das Ventil öffnen und meinen Garten für mich bewässern. Und das wiederum, lieber Max, bedeutet, ich werde deine Spende, die restlichen 32 Euro, einlösen. Für den Maulbeerbaum mindestens. Die Sache ist, ich bin schon auf der Suche nach einem Maulbeerbaum, aber die Baumhändler hier haben den nicht. Und der Standort ist auch schon fest. Hier soll ein Hühnerkäfig hinkommen. Und dann will ich den Maulbeerbaum dort haben, weil ich gesehen habe, viele Bilder, dass die Früchte, die sehr, sehr schnell schlecht werden, also wirklich innerhalb von 1-2 Tagen, den Boden ziemlich versauen. Und es wäre ideal für die Hühner, dass die dann dort das essen können. Und ich dann natürlich auch davon. Und ich bin jetzt hier in meinem Food Forest. Meine Strömung hat unglaublicherweise immer noch Wasser. Eigentlich müsste man meinen, dass ich jetzt dieses Jahr ein wundervolles Gartenjahr habe. Aber diese regnerische Zeit gefällt nicht nur den Pflanzen, sondern leider auch den Schnecken. Und ja, das Thema kennt ihr schon und deswegen die nächste Spende. Blende ich euch mal hier ein. Macht das Beste draus. Ich habe hier mir Jungpflanzen gekauft, weil mein Kohl wurde komplett aufgegessen. Mein Brokkoli, der wächst hier wieder nach. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich alles gekauft habe. Und ich zeige natürlich alles, deswegen fangen wir jetzt erstmal mit den schlechten an. Ich habe 10 Chilis geholt und 5 Piri Piri. Und 2 Chilis wurden schon aufgegessen. Hier sieht man, da ist noch ein Blatt übrig. Und hier sieht man nur noch den Stängel. Ansonsten habe ich überall um die Bäume herum jetzt Chilis gepflanzt. Meine Idee ist, dass die hochwachsen und ich sie dann an den Bäumen festbinden kann. Und dann sehen wir auch schon das nächste Opfer. Ich habe ganz viel Rotkohl gekauft, der wurde jetzt auch schon fast aufgegessen. Dieser Weißkohl, der hier scheint nicht so sehr von den Schnecken befressen zu sein. Aber schaut euch mal dieses Loch an, da war eine Chili-Pflanze. Und jetzt ist da ein Mäusetunnel. Dann habe ich hier noch neue rote Beete geholt. Die ist, ja, die überleben es, aber man sieht auf jeden Fall hier auch Fressschaden. 70% von deiner Spende haben es überlebt und ich gärtner jetzt. Ich gärtner hier ja nach dem 70-30-Prinzip, das heißt 30% können die Tiere hier haben, aber leider fressen die mir alles weg. Das ist echt schlimm dieses Jahr. Ich habe Komplettausfall mit Kürbissen, die haben mir alle Kürbisblätter sofort weggefressen, auch wenn ich nachgesät habe, sofort nachgefressen. Und jetzt sehe ich, hier kommen gerade die Himbeeren. Ich hatte hier gestern, da ist eine Frucht. Aber ich sage, heute Abend ist sie aufgegessen. Und hier ist mein Hügelkulturbeet, also den Kohlpflanzen scheint es sehr gut zu gehen. Auch Fressschaden zu sehen und die Chili zum Beispiel, da geht es richtig gut. Ich werde also aus dem Chili eine Piri-Piri-Soße machen und aus dem Weißkohl Sauerkraut. Dann die nächste Spende, 20 Euro von Oleg. Oleg, so geil, dass wir uns da beim Arzt getroffen haben. Du hast mich echt aus der Scheiße rausgezogen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich war vor einem guten Monat, als kurz bevor die Spende kam, komplett pleite, hatte noch nicht mal Essen, gar nichts. Und dank deiner Spende konnte ich mich aus diesem Loch wieder rausziehen, habe mir 10 Euro Tank geholt und 10 Euro Internet. Das heißt, ich konnte dann zur Mülltonne fahren, mir meinen Dumpster-Diving Lebensmittel holen und die schlechten Videos, die ich jetzt die letzten Wochen veröffentlicht habe, konnte ich dann uploaden und auch schneiden. Also vielen, vielen Dank, dass du mich da aus dieser Scheiße rausgezogen hast. Dann die nächste Spende, 50 Euro. Ich halte das anonym, du hast nichts dazu geschrieben. Aber mein Gott, wir haben dann E-Mails miteinander geschrieben, super, super geil. Ich sitze hier gerade auf deiner Spende und ich bin einfach so überwältigt, wie viel ihr helft. Und deine Spenden investiere ich nur hier in den Gästebereich, damit auch du hierher kommen kannst und deine eigenen Spenden verwenden kannst. Und ja, wir haben ein paar schöne E-Mails ausgetauscht, aber damit auch alle davon wissen, ich habe mir 3 Hektar Land gekauft und wie ihr wisst, 1 Hektar davon will ich nur für Gäste haben, also für euch zum Beispiel. Ich bin auch auf Workaway, jetzt bin ich auch auf Airbnb, also gerne eine E-Mail an healing.earth.pt@gmail.com, dann könnt ihr mich hier besuchen. Und jetzt zeige ich erstmal, was ich von deinen Spenden gekauft habe. Kurz noch dazu, ich will das hier eigentlich schon seit Monaten online stellen, aber mir hat das hier gefehlt. Ich wollte hier Camping anbieten und habe hier jetzt vorher nur auf einer Isomatte geschlafen und festgestellt, das ist viel zu hart und das will ich hier niemandem zumuten.
Deshalb habe ich mir für 50 Euro diese zwei Matratzen gekauft. Und jetzt kommt der heiße Sommer, das heißt, offenes Feuer machen ist verboten. Und damit vor allem auch meine Gäste kochen können, habe ich hier für 35 Euro mir neues Gas geholt. Das sollte mir mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr lang reichen. Vielen, vielen Dank. Dann waren noch 15 Euro offen. Davon habe ich mir einmal so eine Malerkelle geholt, damit ich das Steinmehl gut verarbeiten kann. Und ein neuer Reifen, der war komplett platt und nicht mehr zu retten. Jetzt habe ich wieder einen guten funktionierenden Reifen und kann endlich wieder meine Schubkarre benutzen. Dann kam wieder eine 1-Euro-Spende, diesmal nicht für den Hobokocher, diesmal mit der Bemerkung Zugang zu Internetinformationen. Und ja, auch 1 Euro reichen hier nicht, Mindestaufladungen sind 5 Euro, aber dank dir konnte ich die ganzen Gebühren zahlen, die ich an PayPal abgeben muss. Und auch wenn ich Bargeld abheben will, muss ich immer 3,50 Euro zahlen. Dann gab es eine Off-Grid-Spende, richtig geile Bezeichnung. Und vielleicht habt ihr das Video gesehen, ich habe versucht Pfirsiche einzulegen, beziehungsweise habe gemacht, habe auch Marmelade gemacht. Aber ich konnte keinen Nektar selber herstellen und haltbar machen, weil ich kein Sieb habe. Und für deine 5 Euro, beziehungsweise 4,50 Euro, habe ich mir hier so ein richtig stabiles Sieb geholt, damit ich zukünftig Erdbeernektar, Pfirsichnektar, alles was auch mein Garten hergibt, selber produzieren kann. Vielen, vielen, vielen Dank für die Off-Grid-Spende. Und die nächste Spende, die kam auch an so einem geilen Zeitpunkt. Mir ist gerade mein Sprit wieder leer gegangen, mein Geld war auch schon wieder leer. Dann kamen die 15 Euro mit der Bemerkung Essen, Benzin und Internet. Also kein Spaß, ich bin so unendlich dankbar dafür. Ich wollte ja eigentlich von Anfang an all euer Geld nur in diese Projekte hier investieren und Essen und Internet, alles was ich privat konsumiere, von meinem eigenen Geld machen. Es wird auch wieder so sein. Ich habe in 3 Tagen fange ich wieder mein, meinen Freelancer-Job an. Das heißt, diese Kosten werden dann bald gedeckt sein, aber deine Spende habe ich dann für Benzin investiert, was indirekt dann auch Internet war und Essen. Weil die letzten Wochen bin ich immer nur zur Bibliothek gefahren und habe dort dann die Videos für euch geschnitten. Und somit war alles kostenlos außer Benzin und deswegen vielen, vielen, vielen Dank für die 15 Euro. Boah Leute, ich kann es nicht glauben. Ich hatte gerade eine Buchung, ganz spontan ist eine Last-Minute-Buchung in Airbnb eingegangen. Mit der Nachricht, ich bin in 45 Minuten da. Das heißt, ich musste den Videodreh abdrehen, mich extrem beeilen, das hier alles so hinzubekommen, dass mein erster Kunde, mein erster zahlender Gast hierher kommt. Ich zeige euch mal, wo ich heute Nacht geschlafen habe. So. Und er hat sich hier im Wald ein Shelter gebaut, mit einem Dach, mit einem Tarp und alles. Und wir haben gestern die Nacht verbracht am Lagerfeuer. Extrem schön. Und jetzt schläft er, wir haben ausgemacht, wir treffen uns um 10 Uhr. Boah Leute, das ist so ein spannendes neues Kapitel. Mein Gast ist jetzt gerade im Wald, der hat sich dort hier auch sowas aufgebaut. Und ihm gefällt so gut, dass er noch eine Nacht bleibt. Und jetzt soll es richtig spannend werden. Es soll heute ordentlich, ordentlich regnen, morgen sogar richtig stürmen. Deswegen bin ich mal gespannt. Und dank der 50-Euro-Spende habe ich jetzt hier noch Notfallunterkunft. Das heißt, wenn es wirklich zu sehr regnet und er nass wird zum Beispiel, dann kann er jederzeit ins Zelt. Ich habe dort mein Auto, kann da drin schlafen. Und dann haben wir hier eine geile Zeit. Jetzt gehen wir wahrscheinlich heute noch wandern. Oder wir bauen ein richtiges Shelter. Das hängt jetzt alles ein bisschen vom Wetter ab. Und was jetzt auch spannend wird, wie ich das Video zu Ende drehe. Weil morgen soll es stürmen, aber ich lasse mir das einfach. Hoch die Hände, Wochenende. Wir haben Samstagmorgen. Ich will euch heute oder morgen dieses Video liefern. Und ja, kleines Update. Ich wurde gestern von einem heftigen Starkregen überrascht. Und mein Hund wollte ins Zelt. Und er war schneller wie ich. Er war vielleicht 20 Sekunden vor mir hier im Zelt, hat hier gekratzt und jetzt habe ich ein Loch. Neues Zelt und kaputt. Und ich habe das Zelt ja schon mal, da ist hier der Reißverschluss kaputt gegangen. Das heißt, das muss ich irgendwie reparieren. Und schaut sich an, wie es hier aussieht. Eine riesen Pfütze. Also, ja. Jetzt soll es auf jeden Fall mal aufhören zu regnen. Ich glaube, jetzt fängt wirklich der Sommer an. Dann hatte ich noch 2 Spenden, die noch offen sind. Einmal diese geile Spende. Und ich denke, ich werde mir tatsächlich eine Regenrinne hier holen. Ich hatte schon mal mit jemandem darüber gesprochen. Ich wollte mir selber eine bauen. Es kann sein, dass ich mir selber eine baue aus Eukalyptusrinde oder deine Spende dafür verwende.
weil ich bräuchte dann auch noch einen Eimer, wo man das Wasser auffangen kann. Aber das wird es dann im nächsten Video geben. Und dann auch richtig geile Personen, die ich jetzt gerade kennenlernen darf. Ich blende euch mal die Spende ein. Die haben mir eine E-Mail geschrieben, mich nach meiner IBAN gefragt und mir dann 100 Euro gespendet. Mega, mega, mega geil. 20 Euro davon habe ich schon in Heilkräuter ausgegeben. Aber wofür genau ich das Geld ausgebe, werde ich dann sehen. Aber auch für alle, die interessiert sind, schreibt mir gerne eine E-Mail. Eugen, Kaya, mega, mega, mega interessant mit euch sich auszutauschen. Und ich freue mich, dass ihr jetzt nicht meine ersten Gäste seid, aber meine ersten, ich nenne es mal Mitbewohner, weil ihr könnt hier ja dann den ganzen Winter verweilen. Ich habe ein gutes Bauchgefühl mit euch. Und dann auch noch zum Thema Spenden. Also viele von euch wissen es, ich bin Partneronkel aus Haiti. Ich war 2017 in dem wunderschönen Land Haiti und bin Partneronkel und der Charlie gewesen mit ihrer Mutter Rosie. Und ich habe wieder ein Videocall mit ihnen gemacht. Especially I remember when I wanted to get the donations, when I was in Haiti and Chalisa wanted to go to France to take like the French. Die wohnen ja jetzt schon seit 9 Monaten sowas in Amerika. Der Traum aller Haitianer ist, nach Amerika zu schaffen. Und surprise, surprise, sie will wieder zurück nach Haiti. Sie findet es besser in Haiti. Aber das ist so eine krasse Erfahrung, die ich jetzt wieder machen durfte. Weil seit circa 3 Jahren jetzt mittlerweile spende ich nicht mehr. Jetzt bin ich in der Situation, dass ich pleite bin. Sie hat in Amerika einen Job. Und jetzt will sie mir Geld spenden. Und das ist so krass, wie dieser Kreislauf von Gutmütigkeit jetzt aktuell wieder zu mir zurückkommt. Und ja, eine Stunde hatte ich einen Videocall mit der Mutter von meiner Patentochter, mit der Rosie. Und es ist einfach intensiv. Ich werde dazu ein ganzes Video machen, wahrscheinlich einfach so ein 1-Stunde-Live-Video und werde euch Bilder zeigen von meiner Reise damals. Ich habe in der Schule übernachtet und es ist krass, wie wenig Geld man braucht, wenn man Liebe hat und Familie und so weiter. Also, lange Geschichte, ich werde es euch alles erzählen und wie es auch ist für sie, jetzt wieder von Amerika zurück nach Haiti zu gehen. Die Tochter, meine Patentochter, die Charlie, sie wird in Amerika bleiben, ihren Schulabschluss machen und dann schauen wir weiter. Aber das wird ein neues Video. Ab sofort versuche ich euch 2 Videos pro Woche zu liefern. Jetzt wollte ich ein Video machen, dass es mir wieder besser geht und dass alles gut ist. Jetzt ist mein Hund weg. Also bleibt gerne dabei, abonniert den Kanal, liked das Video. In der Videobeschreibung findet ihr auch alle Links zu allen Themen, die bei mir gerade aktuell sind, sowie dem Spendenkonto. Und dann nochmal vielen, vielen Dank für jede einzelne Spende. Ob 1 Euro, ob 10 Euro, ob 12 Euro, ob 30 Euro, ob 100 Euro. Ihr seid geil. Vielen, vielen, vielen Dank.